Im Moment fühlst du dich sehr gut, muss ich sagen. Aber das werden wir sehen nach ein paar Monaten. Aber ich glaube schon, das wird eine spannende Zeit, was wir vor uns haben. Und Bundesliga ist ja eine Geisterliga eigentlich in der ganzen Handballwelt. So, ich freue mich. Den zu kennenzulernen, natürlich erstmal, und dann individuell ein paar Sachen zu trainieren. So viele Leute haben wir nicht gehabt, dass wir konnten zwei Tore zu spielen oder so etwas, sondern wir haben individuelle Qualitäten ein bisschen verbessert im ersten Training. Das war der Fokus heute. Ja, das habe ich. Ich habe auch heute mit vielen gesprochen. Und bis Montag, würde ich sagen, ist der Plan, Trainingsstruktur und alles fertig. Und dann, ja, dann ist das Richtung die ersten Spiele, Kiel, Berlin, Erlangen. Also mir motiviert jedes Spiel, also nicht nur um Final Four zu kommen. Also man soll eigentlich jedes Woche dreimal zwei Punkte versuchen zu gewinnen. Und wenn man eine Chance hat, auch um Final Four zu erreichen, ist das ja Motivation ist ja überflüssig, würde ich sagen. Ich habe heute Morgen Krafttraining gemacht, aber individuell, also es war kein Teamtermin. Habe Katze da schon getroffen im Kraftraum, haben wir uns schon ein bisschen ausgetauscht. Ja, genau, das war die erste Einheit mit dem Team hier zusammen. Oh gut, ich glaube, wir haben die Zeit gut genutzt, haben viel gemacht. Ja, macht Spaß. Ich glaube, alle Jungs hatten heute sehr, sehr viel Lust drauf. Für mich war vieles neu, aber das ist ja auch manchmal ganz schön, wieder oder beziehungsweise sehr spannend, was Neues zu erleben und ja, durchweg positiv eigentlich. Genau, ja, ich kenne Kohle und Juri so ein bisschen. Ja, aber ich spiele ja jetzt auch schon ein bisschen in der Bundesliga, schon oft gegen die Löwen gespielt. Ich glaube, da ist die Handballwelt sehr, sehr klein. Da kennt man sich dann so ein bisschen, aber ich freue mich natürlich jetzt auch, die Jungs näher kennenzulernen. Genau, ja, also das war auf jeden Fall, man ist schon gut ins Schwitzen gekommen. Ich glaube, Luvo hat da viele Akzente gesetzt, aber ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und jetzt freut man sich auch auf den Feierabend.